Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable. Und gestern ist es ja das erste Mal wirklich seit der Zeit von Star Stable passiert, dass gleichzeitig mehr als ein Server geschlossen sind. Denn gestern ist es passiert, dass 6 Server simultan geschlossen wurden. Also 1, 2, 7, 8 und 9. Also es wurden auf jeden Fall gestern eine ganze Menge Server auf einmal geschlossen. Und dann haben sich die Leute gefragt, warum ist es eigentlich so? Sind sie jetzt wieder längere Zeit geschlossen, wie es schon war? Oder, ja, wann geht eigentlich mein Server wieder auf, waren gestern die Fragen. Und ich hatte gestern mit der Presseabteilung von Star Stable auch nochmal per WhatsApp geschrieben. Und die hatten mir geschrieben, we have closed a number of servers today due to high volumes of traffic. Also sie haben quasi geschrieben, dass wir einige Server geschlossen haben wegen hohem, das kann man ja eigentlich sogar wortwörtlich besitzen, wegen hohem Traffic, also wegen vermehrtem Datentransfer auf den Servern. Und we encourage players to swap to lower population servers if possible in the region to avoid lag and other disruptions. Also wir empfehlen Spielern auf niedrig bevölkerte Server zu wechseln, um Lags oder andere Störungen zu vermeiden. Und dann hatte nämlich der gute Leon auch nochmal mit Star Stable auf Instagram geschrieben. Und da haben sie geschrieben, We were having some complications with the server due to the high volumes of players wanting to experience the Winter Village. Also, dass sie einige Probleme hatten, weil so viele Leute ins Winterdorf reingehen wollten. Also haben sie temporär einige der Server geschlossen und eben, um dem Team eben ein bisschen dabei zu helfen, das Ganze weiter zu erforschen. Und die entschuldigen sich dafür. Das heißt also, im Endeffekt werden die Server sehr wahrscheinlich nicht besonders lange zubleiben, sondern eher nur für die Zeit des Winterdorfs maximal für die Zeit des Winterdorfs, aber im besten Fall gar nicht mal so lange, da sie einfach nur versuchen müssen, eine Version zu finden, eine Möglichkeit zu finden, dass das Spiel besser läuft, ohne jetzt großartig was zu ändern. Also sollten sie es hinbekommen, dass das Spiel wieder besser läuft im Winterdorf für alle, dann wird das Ganze schon früher geöffnet werden. Sollten sie das Ganze nicht wirklich hinbekommen, dann wird das Ganze sehr wahrscheinlich wieder zum Ende des Winterdorfs, zum Ende des Winter-Events, also so um die Jahreswende, so zum 6.1. dann vermutlich wieder geöffnet werden. Das heißt, sie haben diesmal gar nicht so die Probleme und es ist auch gar nicht so schlimm. Ich bin ja zum Beispiel auch gerade auf einem anderen Server, nicht auf meinem Heimatserver, weil das mich auch etwas kurzfristig überrascht hatte. Also da keine Panik und ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen mit den Informationen und auch vielleicht ein bisschen die Angst nehmen, dass ihr nicht auch wieder auf euren Server zurückkommt, wenn ihr eben auch gerade auf einem anderen Fest sitzt. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.